Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flive. Und ja, wie fast schon versprochen, haben wir Level 94 gestern noch easy erreicht. Und heute, müssen wir kurz schauen, ob es auch wirklich noch ist, aber eigentlich müsste es heute auch noch sein. Zweifach XP-Event, ja, also bis morgen wird es dann wahrscheinlich, bis zur Erwartung einfach, wird es noch laufen. Aber ich glaube, ich mache heute nicht mehr viel, denn, ja, die Gründe habe ich eigentlich schon erläutert, müssen wir eigentlich, glaube ich, nicht mehr näher drauf eingehen. Wir haben auf jeden Fall gut was erreicht während dem XP-Event. 105 erreichen bringt uns wenigstens, weil wir nicht wirklich ein Ruddy-Set wollen aktuell, beziehungsweise überhaupt kein Geld dafür haben, deswegen haben wir es nicht eilig damit. Geschweige denn Master oder sowas machen, also ich meine, mit schlechten Equipers bringt es dir. Deswegen sind die Amplis eigentlich nur verschwendet. Wir haben jetzt 15 Stück gebraucht und haben easy mal, mit was haben wir angefangen? 83? 82? Ja, auf jeden Fall haben wir easy 10 Level gemacht und jo. Genau, jetzt wollte ich noch hier, also ich habe gestern schon diese Gowns gedroppt und jetzt habe ich hier noch so NPC-Billposter-Sachen gedroppt, die kann man auf 95 ja tatsächlich anziehen und die will ich mir tatsächlich vorher anschauen, bevor ich sie skinne. Oder man muss einfach random skinnen. Nein, aber ich will sehen, was besser aussieht, beziehungsweise wenn ich sehe, dass die Billposter-Gowns scheiße aussehen, dann skinnen wir die, wo wir gestern gedroppt haben, diese Night-Gowns. Und bei den Boots das gleiche. Suits habe ich noch keine wirklich coole gedroppt für Mail. Aber das Ding ist einfach, ich habe mir einfach gedacht, einfach mal so random Gegenstände oder NPC-Sachen halt, oder eben nicht NPC, also einfach random Drop, die cool aussehen, Drops, die cool aussehen, einfach mal so draufskinnen. Einfach nur, um zu sehen, wie sie aussehen, also quasi ohne Spoiler, das heißt, ich habe jetzt keine Ahnung, wie das Ingame aussehen wird. Ich kann es mir auch vorstellen, weil das ein Jester-Item ist. Ne, Ranger, ja, aber dann kann ich mir ziemlich genau vorstellen, wie es ungefähr aussehen wird. Aber genau weiß ich es eben nicht und deswegen, jo, machen wir das jetzt hier. So, schauen wir mal, wie es aussieht. Müssen wir natürlich den CS-Head runternehmen. Zoomen wir noch ein bisschen in. Na, die schwarze Haarpracht. Ah, okay, das haben wir tatsächlich anders vorgestellt. Aber klar, es ist ein Ranger-Helm, deswegen sind schon mal die Flügel am Start. Ja, gut. Eigentlich fast schon ein bisschen... Ja, also eigentlich überhaupt nicht das, was auf dem Bild abgezeichnet ist, ne? Wenn man, also, ja, aber... Keine Ahnung, auf dem Bild sieht es halt aus wie so eine krasse weiß-goldene Dornenkrone, so ungefähr. Und dann ist es einfach nur so ein Zacken mit zwei Flügeln drauf. Aber cool sieht es trotzdem aus. Auf jeden Fall keine Enttäuschung. Aber wir sehen es ja eh nicht, weil wir die ganze Zeit CS-Sachen tragen. Von daher ist es sowieso sinnlos. Aber das ist auch der Grund, warum ich es mache, weil es mir eh scheißegal ist, wie das Set aussieht. Aber ich dachte mir, es ist vielleicht mal ganz lustig. Und wie gesagt, mit den Billposter-Sachen, das mache ich dann natürlich erst, wenn wir es so angezogen haben. Weil sonst ist es blöd, weil wenn du das Schlechtere von beiden draufskinnst, ärgert man sich nur. Ich meine, wie gesagt, eigentlich ist es egal. Aber ich habe halt keinen Bock, eine Recovery Scroll zu kaufen. So, jetzt müssen wir mal kurz schauen, wie das hier abläuft. Fortune Pouch Exchange. Denn morgen beendet das Event. Das heißt, wir holen uns heute schon mal unsere Boxen, weil wir nicht wissen, ob die NPCs im Game bleiben. Wird wie immer nicht in der Serverwartung geschrieben, deswegen gehen wir auf Nummer sicher. Ich werde zwar jetzt wahrscheinlich noch kurz ein bisschen Questies farmen, also in dem Video sowieso, aber danach vielleicht auch noch ein bisschen, mal schauen. So viel Lust habe ich heute eigentlich nicht noch wirklich viel zu zocken, weil wir jetzt eigentlich viel erreicht haben. Ich will dann auch weiter questen dann jetzt die Woche und das mit Dramlog, was ich euch versprochen habe, folgt dann auch die Tage irgendwann. Das heißt, oder was heißt versprochen, aber ja, wir haben gesagt, was wir machen, deswegen machen wir es auch. Aber das wollen wir alles diese Woche machen, deswegen dachte ich mir, machen wir heute auf jeden Fall die Boxen, bevor das auch noch abläuft. Und dann farme ich vielleicht noch ein paar Questies, wie gesagt, mal schauen. Aber jetzt machen wir die 28 Boxen auf. Also nochmal zur Erinnerung, besten Items sind eigentlich New Year Set, M oder F, weil sie permanent sind. Ich glaube, es ist auch ein Zeitset, also 30-Tage-Set ist was drin. Und der Usagi natürlich, der könnte hier auch noch gut was wert sein. 28 Boxen sind halt echt wenig und ich bezweifle auch, dass wir wirklich was Gutes bekommen, deswegen schauen wir mal. Lost Lucky Bag. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, was da drin ist. Das hat mich vor ein paar Tagen schon mal jemand gefragt, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was die Antwort darauf war. Also ich habe ihm natürlich keine Antwort gegeben. Aber irgendjemand anders, meine ich. Oder was im Gegenchat, das kann auch sein. Holiday Giftbox, Scroll of Resurrection. Ja, nur Scheiße bekommen. War natürlich klar, Inventory Bag, ein Tageset, ja. Scheiße. Holiday Giftbox, was ist da drin? Wow, Moonstone, da ist gleich. Ah, nein, stimmt, das war Food. Ah, ja, lol. Ah, hat euch erst drauf geklickt. Stimmt, das ist gar nichts zum Öffnen, das ist Food. Sieht nur genauso aus wie die Fortune Pouch. So, eigentlich 2000 Food brauche ich eigentlich nicht wirklich, vor allem nicht 4 Stück. Aber die können wir eigentlich sogar aufheben für Dramnok, von daher ist es nicht so schlecht. FP 9999 Regeneration, nein, danke.
Increases Speed by 20%. Ja, es sind halt alles solche Billo-Sachen, die du halt, ja, sicherlich kann man es verkaufen, aber es sind halt alles so Scheiß-Sachen, keine Ahnung. Das ist halt echt kompletter Müll, ey. Also besser kann man es nicht ausdrücken, weil es ist halt einfach so. Ja, oder wobei, machen wir einfach direkt mit den Quests, weil sonst muss ich jetzt nach Darkon 3 fliegen. Also ich meine, ich würde es eh cutten, aber nein, scheiß drauf, dann machen wir einfach direkt mit den Quests weiter. Dann machen wir das heute und morgen und dann, weil sich das wahrscheinlich alles in der Dekans Mine abspielen wird. Muss ich nur kurz den ganzen Bullshit hier entleeren. Bei Skull of Resurrection. Nee, lass mal auf jeden Fall mal bei dem. Aber ja, es ist der, die Ausbeute ist schon scheiße gewesen. Also, ich meine, sicherlich, was erwartest du bei 28 Boxen? Ich glaube, das tun wir auch mal rüber. Genauso wie das und das. Den Rest verbrauchen oder werfen wir weg. So. Ja, diese FP-Scheiße auf jeden Fall weg damit. Und dann haben wir jetzt. Ah, fuck, wir haben ja noch diese Happy New Year's Boxen. Aber sind die nicht seriengebunden, oder? Da steht jetzt nicht irgendwas von Event. Da steht nur One Day. Aber die wird wohl kaum einer kaufen. Weil davon wird es momentan wahrscheinlich 50 Milliarden, 1000 Millionen Stück geben. Dementsprechend gehe ich mal stark davon aus, dass die keiner kaufen wird. Ja, Scroll of Resurrection ist nicht schlecht. Muss man halt immer im Inventar haben, sonst kann man sie nicht aktivieren. Wir haben auch keine Blessings bis jetzt, also. Weil ich auch finde, also das ist dann auch wieder Verschwendung. Also ich meine, sicherlich ein Blessing wäre vielleicht mal angebracht, auch mal zu kaufen. Aber ehrlich gesagt finde ich es momentan echt noch sinnlos investiertes Geld. Ich meine, sicherlich, ich bin schon ein paar Mal gestorben. Allerdings, sage ich mal, war es fast immer wirklich vermeidbar und einfach nur eigene Selbstdummheit. Und wenn man sich vorstellt, da verliert man zwar keine XP dafür, aber gut, okay, ich müsste zügen. Ich kenne die Preise von Blessings nicht, aber ich schätze mal mindestens 2 Mio. Oder mindestens eine Mio, aber ich denke mal ja so 2 Mio oder noch teurer. Ja, ist schon teuer. Also, ich meine, 4%, vor allem jetzt beim Doppel-XP, wenn levelst du halt auch einfach mal wieder in 10 Minuten maximal hoch und deswegen finde ich nicht, dass sich das wirklich lohnt. Meiner Meinung nach. Genau. Ja, dann. Na gut, jetzt sind wir eh schon fast da. Jetzt lohnt sich das Cutten auch nicht mehr wirklich. Wie gesagt, machen wir den Quest weiter. Look for Einherr hieß Studying at Dekans Dungeon. Ich finde irgendwie, der müsste in Dekans Dungeon Studying stehen. Aber naja, was weiß ich schon. Genau, ja, das war es eigentlich so im Großen und Ganzen. Also, wer ist denn hier, könnt ihr vielleicht mal, oder ich weiß nicht, was ihr so aus den Boxen bekommen habt, ob jemand lucky war. Usagi, habe ich schon einige gesehen hier auf dem Server. Also rumlaufen sehen, wenn ich bei Yetis oder so, bei August. Mutant August gelevelt habe, da habe ich einige gesehen oder auch bei normalen August, da sind viele mit dem Usagi rumgelaufen. Gut, heißt jetzt nicht, dass sich jeder gekauft, gedroppt hat, die meisten haben es wahrscheinlich gekauft sogar. Zumindest die, wo ich gesehen habe, aber. Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Ach so, Moment mal, meine M kann, der kann da jetzt gar nicht rein, oder? Leute, daran habe ich gar nicht gedacht. Ja, warte mal, wie habe ich denn das früher immer gemacht? Bin ich nicht früher auch immer mit zwei Chars reingegangen? Kann er trotzdem rein, what the fuck? Oh Mann. Ja, weil man ja diese Mine Entrance Card bekommen hat. Naja, okay, gut, dann weiß ich, wie ich das früher mal gemacht habe. Ich bin einfach reingegangen. Lol. So. Jetzt habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, wo der Kerl ist. Moment mal, haben wir nicht eine Fackel? Scheiße. Scheibenkleister meine ich natürlich. Fuck. Aber ich wüsste jetzt nicht mal, auf welchem Account die ist. Deswegen. Ja, unlucky gelaufen. Ich glaube, wir hätten sogar eine. Brauchen wir aber natürlich nicht. Ganz ehrlich, da müsste ihm die einem. Na gut, okay, es ist nur die Entrance-Karte, aber trotzdem, die müsste ihm auch Vision geben. Weil ich meine, da hast du schon so eine Karte, aber jeder dahergelaufene Larry kann da genauso rein wie du, also bringt dir die Karte eigentlich einen Scheißdreck. So, jetzt bleiben wir mit der mal da stehen. Einher. Oh, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist. Na. Es gibt drei NPCs hier, glaube ich, in den vorderen Räumen. Ah, Moment, der hat aber eine Quest. Ja gut, das ist jetzt die Frage. Wo. Ach du Scheiße. Ja gut, die sind nur 85. Ja komm, scheiß drauf. Das sind eh so viele Aggros, da müssen wir uns wohl durchbashen durch den einen oder anderen. Ja, die gehen ja down wie Butter. Das hat natürlich einen Vorteil, dass wir da jetzt sozusagen drüber gelevelt haben. Dass die Viecher jetzt halt nicht mehr so stark sind. Weil die sind schon stark, das sind solche Semi-Giants. Vor allem diese großen, sieht man ja auch den. Alles klar, Alter. Alles klar. Erstmal Quest-Fenster öffnen. Ja, Mann, die Teile hier, das sind echt solche Semi-Giants. Die sind ziemlich krass. Geben wenigstens XP, aber leveln würde ich hier wahrscheinlich eher nicht empfehlen. Alter Schwede, hat der viel AP, Mann. What the fuck? So.
Ja, ich würde den jetzt gern hier stehen lassen. Ich habe auch keine Lust, dass der mir irgendwie nachspawnt. Und wenn ich mal kurz unaufmerksam bin, sterbe ich. Ich meine, gut, der ist auch nur 87, aber ich denke mal, ihr wisst schon, was ich meine. Let's get down, boy. Let's get einfach down, boy. Boah, die Erfahrung ist ja so sick, Alter. Das ist schon ein bisschen ein Witz. Dafür, dass er so viel AP hat, könnte der auch ruhig dreimal so viel XP geben als die Kleinen. Mein gut, okay, er hat als einziger 0,01 gegeben, glaube ich. Ja, jetzt habe ich zwei von denen gekillt und habe gar nichts bekommen, aber gut. Ich glaube, die Party ist. Ja, doch, die ist schon Level 10. Genau, dann folgen wir uns. Ah, ich glaube, ein Herr ist sogar der, wo er einfach hier im Gang steht, weil hier steht irgendeiner irgendwo einfach so im Gang. Den kann man gar nicht verfehlen. Moment, hier. Ah, verfickte Scheiße. Ach du Scheiße, war ich hier schon lange. Ja, da vorne ist er ja schon. Genau, also die Anfangsräume sind drei. Vielleicht schaue ich mir vor dem nächsten Mal die Karte nochmal genau an, bevor wir das hier machen. Das ist auf jeden Fall leichter. Oh, 1 Million Penya ist nicht schlecht. So, was muss man machen? Defeat Key Kun Guard. So, jetzt schauen wir mal, in welchem Raum wir hier gerade sind. Beziehungsweise welcher der nächste ist. So, ist wahrscheinlich nicht mal der nächste gewesen. Key Kun Guard. Das sind die ganz normalen, schätze ich mal. Naja, fuck. Scheiße. Ich wusste es, ey. Ich glaube, das sind zwar auch normale, aber wenn hier so viele Elite schon zu sehen ist, nicht wirklich empfehlenswert. Die dann zu gehen. So, jetzt hängt der Emlet natürlich an der Wand fest. War ja natürlich klar. Gebufft sind wir aber sowieso. Also hier gibt es ja keine Abzweigung mehr, genau. Und dann ist jetzt hier rechts, da waren wir noch nicht. Und schauen wir aber trotzdem schnell hin, weil vielleicht ist der Weg kürzer. Ja, ist er natürlich nicht. Sowas ist ja, ich weiß nicht, es gibt ja so Leute, die sind so richtige Rätselfreaks und so Labyrinthe. Ja, das ist klar, erstmal Portbacken. Das ist natürlich, da bin ich natürlich ein Freak. Also Portbugs, hit me up. Also Portbugs, das ist mein Spezialgebiet. Da bin ich richtig down. Alter, warum zeigst du mir die Scheiße hier drüben nicht an, ey? Moment, die. Nein. Das sind nicht die Großen, oder? Nein. Ah, ah. Okay. Ich dachte jetzt schon, Alter, fickt euch. Also nicht ihr, sondern die Entwickler von dem Spiel. Beziehungsweise die Typen von der Questreihe. Eigentlich hätte ich den AM gar nicht rüberlaufen sollen, weil das wird. Ah, fuck, das ist kein Mist. Da muss man aufpassen, weil die genau gleich aussehen wie die Guards. Jetzt, hier ist zum Glück nur ein so ein fettes Vieh und der ist noch nicht mal respawned. Anscheinend, lol. Echt nicht? Komisch. Das ist strange. Das ist strange, aber es ist gut. Selbstverständlich. So, Worker, Worker. Erst sind wir solche Kackmobs, davon gibt es immer nur 5 und da muss man auf den Respawn warten. Da hinten ist noch einer. Das finde ich tatsächlich tight, dass der nicht respawnt. Alter. Ja, so Dungeons, das ist sowas in FLIFE, das haben sie echt nicht gut hinbekommen. Also das kann man nicht verschönigen, das haben sie einfach nicht gut hinbekommen. Also wenn man so hinläuft, also so die vielen Hindernisse und so, die Kameraperspektive, wenn die sich einfach so schlagartig in den toten Winkel versetzt, das ist sowas schon. Da sieht man schon die doch recht kantigen Kanten von dem Spiel. Alles klar, kantige Kanten. Genau, aber ist ja nicht so schlimm. Ich meinte nur, oh, was haben wir hier gedroppt? Prison Key 3. Brauchen wir vielleicht für die andere Quest? Keine Ahnung, ich habe mir den noch gar nicht angeschaut, fällt mir gerade auf. Kikun Min. Ah ja, genau. Ja, dann braucht man ja eh. Dann machen wir die Quest einfach nebenbei. Weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was das so wirklich die Belohnungen waren. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir die schon oft gemacht haben. Wahrscheinlich haben sie es immer gemacht. Hier sind halt fast keine von diesen Guards. Das nervt halt. Und dass alle Aggro sind, nervt auch ein bisschen. Ich meine, eigentlich würde ich sie nicht alle killen. Aber wenn die sich ansammeln, dann kann das schon, naja. Naja, gut, sehr gefährlich wahrscheinlich nicht werden. Aber muss ja eh auf den Respawn warten. Das waren sie eh schon wieder alle, oder? Ja. Quirker, Worker, Guard. Ja, solche Quests, also das geht jetzt natürlich wieder. Ich meine, ich kenne einfach nur Monster, das ist das, was man den ganzen Tag in FLIFE macht, aber sowas wie, also so Labyrinth oder sowas, da komme ich gar nicht drauf klar. Ich meine, ist es nicht wirklich, wenn man die Map kennt, dann ist es ein easy Spaziergang oder wenn man eine Fackel hat, aber. Wobei mit einer Fackel, also Monsterinformationen werden wahrscheinlich keine angezeigt, also in welchem Raum genau welche Mobs sind, also das musst du dann trotzdem noch selbst daraus finden, aber du kannst zumindest nicht aus Versehen zweimal in den gleichen Raum gehen, weil du aus Versehen. Oder weil du nicht bemerkt hast, dass du zweimal die gleiche Abzweigung genommen hast hintereinander und quasi einfach nur hin und her gelaufen bist. Also wolltest irgendwo weg, bist aber irgendwo falsch hingelaufen, also falsch die Kurve genommen zweimal.
also ein 180 gemacht und einfach wieder zurückgelaufen da, von wo du herkamst. Das kann natürlich nicht passieren, wenn du eine Fackel hast. Das ist natürlich schon ein Vorteil. Genau. Hoffentlich ist die Quest aber schön zusammenhängt und wir müssen nicht andauernd rausgehen. Also ehrlich gesagt, so lange ist es noch gar nicht her. Aber irgendwie, ich erinnere mich gar nicht mehr an Dekans Mine. Also natürlich an Dekans Mine schon, und an die Mobs und so, aber ich meine an die Questreihe hier. Drei Stück brauchen wir noch, also eigentlich einen Spawn. Leider ist jetzt der Fettsack da hinten wieder da. Naja, es war ja klar, dass der eine bei dem ist. Jetzt holen wir dich, Boy. Jetzt habe ich ja den ganzen Spawn erstmal getankt hier. Und da ist nur eine Guard dabei und wird noch von einem Worker geblockt. Das ist natürlich alles andere als Zeit. Quest-Items haben die leider auch keine. Das wäre eigentlich auch cool, wenn es dann dreifach Questies gäbe, weil die sind ja 85. Dann sind die Elite wahrscheinlich 87 und ja, später von den Pinky Roach und so, wenn du die auch als Quest-Items abgeben könntest, dann könntest du auf diesen Bereichen 85 bis, was weiß ich, was ist Pinky Roach, das höchste 88, 89, 90, irgendwie sowas, könntest du einfach vierfach Quests abgeben, ey, das wäre schon heftig. Also einmal die Reonine-Quest, die läuft, dann die Quest-Item-Quest in Darkon 3, Quest-Item-Quest in Darkon 3 Wüste und Quest-Item-Quest in Dekans Mine. Das wäre eigentlich übelst krass, ey. Also da könntest du dann vierfach questen. Das wären fast wie in jedem anderen Spiel aus of Life. Dass man mal so viele Quests hat, dass man gar nicht weiß, womit man anfangen soll. Oder so viele Quests machen kann. Aber, naja. Ja, mit der Reonan-Quest haben sie uns zumindest eine gewisse Storyline gegeben, auch wenn sie sich kein Schwein durchliest. Aber naja, beim allerersten Mal haben wir sie uns durchgelesen. Da erinnere ich mich natürlich nicht mehr so wirklich dran, aber komm, ganz ehrlich, wer kennt die Storyline von Flash schon auswendig? Also, ich wette, hier bei den Zuschauern, wir machen hier gleich aus, keine Sorge. Dann schaue ich beim nächsten Mal die Map. Hä? Das ist nicht der gleiche Raum. Aber wir sind definitiv falsch abgebogen. Ah, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht darauf geachtet, weil ich die ganze Zeit mit meinem auch noch abbiegen musste. Dann haben wir die Abzweigung verpasst. Die eine ist nämlich sehr unscheinbar, die müsste jetzt hier links in der Wand sein. Also im nächsten Gang dann. Also jetzt hier rechts und dann genau hier links. Also von da geradeaus hätten wir. Ja, genau, da steht er doch. Ein Herr. Ja, hätte man auch sehen können, aber wie gesagt, ich war mit einer M beschäftigt. Aber ich wette, bei den Zuschauern ist kein einziger dabei. Oder vielleicht einer oder zwei, die sich im Hauptmenü, also wenn du die Exe startest und dann quasi der Einlog-Screen, da ist ja dann dieses. Ja, diese Liste da mit einloggen, ausloggen, beenden, bla bla bla. Ey, das mit dem RM geht mir so auf die Eier gerade. Vor allem, ich bin. Wo ist der RM, Alter? Heilige Scheiße. Ah, hier, okay, ich hab's geschafft. Oh, sogar 2% gegeben. Der sich dieses Überflife, weil da kommt ja dann die Geschichte Flives mit den Bubble, Shade und Ivelisse und Rises und so und weiter und wie alles passiert ist in der Clockworks-Krieg und das ganze Zeug. Was man alles schon mal irgendwo gehört hat. Das alles ist ja in dieser Überflife quasi drinnen in dieser Geschichte. Und ich wette, hier ist keiner anwesend, der sich das, und jetzt bitte ehrlich sein, der sich das Ganze angeschaut hat. Oder durchgelesen hat, sollte man eher sagen. Weil ich finde auch sowas, ich hasse es, sowas zu lesen. Also wenn es halt quasi so gebunden ist. Also du musst es lesen, sonst ist es vorbei und du kannst es nicht nochmal lesen. Also sowas hasse ich, ja. Da finde ich es besser, wenn man es öffnet, dann ist der Text. Und du kannst hoch und runter scrollen. Sowas finde ich viel besser. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es das irgendwo auch niedergeschrieben auf der Website gibt, wahrscheinlich. Relativ sicher. Aber jo. Egal, darum geht's nicht. Wie gesagt, wir haben die Boxen geöffnet, nur Scheiße bekommen. Hoffentlich wart ihr ja erfolgreicher als ich. Allerdings die krasseste Ausbeute. Also ich bin jetzt nicht wirklich mad drüber, weil ich meine, die krasseste Ausbeute gab es jetzt eh nicht. Ich hatte nicht so viele Boxen. Gut, okay, das liegt an der Scheiß-Drop-Rate. Aber ich sag mal so. Das New Year's Set M, okay, ja, hätte man schon mal haben können, aber naja, ich finde es jetzt nicht wirklich traurig. Also, es ist ein bisschen ärgerlich, aber ja, mei, passiert halt. Man kann nicht immer alles haben. Und ja, genau. Dann würde ich sagen, war's das. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wie immer, und ja, wünsche euch einen schönen Dienstag. Kappa. Nein, Spaß, ich wünsche euch echt einen schönen Dienstag, aber das Kappa war, weil Dienstag aufstehen und arbeiten und okay, ich hatte die Schnauze. Tschüss.